Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne mal alles zeigen, was ihr wissen müsst, wenn ihr euer Pad in Hypixel Skyblock leveln wollt. Grundsätzlich kann man erst einmal sagen, dass jedes Mal, wenn ihr Skill XP erhaltet, erhält auch das Pad, was ihr derzeit ausgerüstet habt, XP. Jedoch hängt die XP-Menge, die das Pad erhält, auch davon ab, welchen Skill das jeweilige Pad hat, denn wie ihr vielleicht bereits gesehen habt, haben auch die Pads verschiedene Skills, in die sie eingeteilt werden. So gibt es Mining-Pads, Fishing-Pads, Combat-Pads, Farming-Pads und sogar ein Alchemie-Pad. Und wenn ihr beispielsweise ein Combat-Pad ausgerüstet habt und gerade Combat-XP farmt, erhält euer Pad auch 100% der XP, die ihr erhaltet. Wenn ihr jedoch ein Combat-Pad ausgerüstet habt und gerade Kürbisse farmt und somit Farming-Skill-XP bekommt, erhält das Pad nur 25% der XP, die ihr für den Farming-Skill erhaltet. Daher solltet ihr darauf achten, wenn ihr ein Pad möglichst schnell leveln wollt, dass ihr auch die richtige Skill-XP farmt, damit das Pad so schnell wie möglich levelt. Zu den Skills ist noch zu sagen, dass man momentan leider aber für die Pads keine XP erhält, wenn man zum Beispiel Carpentry Skill XP bekommt oder auch wenn man Runecrafting XP bekommt, da man bei diesen beiden Skills ja auch mehr bekommt, wenn man einen höheren Rang hat, und das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu pay to win, deswegen hat man es momentan komplett ausgeschaltet, dass diese beiden Skills zu den Pet XP dazu zählen. Da schon das ein oder andere Pet ein wenig gelevelt hat, wird vielleicht gemerkt haben, dass je nach Rarität des Pets das Pet auch schneller oder langsamer levelt, denn je höher die Rarität des Pets ist, desto mehr XP benötigt das Pet für jedes weitere Level. Das könnt ihr euch zum Beispiel zum Nutzen machen, wenn ihr nicht so an dem dritten Stat interessiert seid, den ein Legendary Pet hat, denn dann könnt ihr einfach ein Epic Pet nehmen und dieses hochleveln, was dann deutlich schneller gehen sollte als ein Epic Pet, aber dafür habt ihr dann leider nicht, wie gesagt, den dritten Stat, den ein Legendary Pet bietet. Ansonsten sind die Methoden zum Farmen von Skill XP nicht wirklich anders, als wenn ihr nur Skill XP für den jeweiligen Skill farmen wollt. So wäre es zum Beispiel sehr ratsam, dass ihr, wenn ihr beispielsweise ein Combat Pet levelt, auch die Combat XP Tränke nimmt, die man aus Jerry Geschenken bekommt, oder auch die Combat Tränke benutzt, die man mit einer Wikinger Träne brauen kann. Dabei kann man dann wohl die bekanntesten Methoden zum Skill Level Farm benutzen. Bei Combat wäre das dann beispielsweise eine Ghast Farm, oder indem man dann Zombie Slayer grindet, oder wenn ihr noch eine zweite Person habt, dass ihr dann gemeinsam in Enderpearl Spamming betreibt, wobei dann einer die ganze Zeit die Enderman tötet, um ordentlich Combat XP zu bekommen. Bei Farming Pets bietet es sich sehr an, wenn man eine große Kürbis- oder Melonenfarm auf der Insel hat, und diese kann man dann regelmäßig abernten, zudem es nun auch möglich ist, Melonen mit Silk Touch abzubauen, um trotzdem die Skill XP zu erhalten, was sehr gut ist, da dann euer Inventar nicht ganz so schnell voll wird, während ihr eure Melonenfarm aberntet. Wenn ihr ein Fishing Pet leveln wollt, bietet es sich sehr an, in den Spiderland zu gehen oder in den Park und dann dort zu angeln, wenn es regnet, um möglichst viele Sea Creatures zu angeln, und dabei solltet ihr am besten eine möglichst gute Angel verwenden und ein Spike Bait. Die beste Methode, um ein Mining Pet wohl zu leveln, wäre es, ganz viele Diamant Minions aufzustellen mit zwei Minion Expandern und dem besten Treibstoff, den ihr euch leisten könnt, und dann die ganze Zeit die Diamanterze abbauen, um ordentlich Mining XP zu farmen. Und für das Alchemy Pet, das Schaf, bietet sich entweder an, eine Braustation zu bauen, in der dann die ganze Zeit Speed 3 Tränke braut, welche mit Enchanted Zucker gebraut werden, oder wenn ihr keine Braustation bauen wollt, aber dafür genügend Geld habt, könnt ihr euch auch Speed 5 Tränke brauen, indem ihr Enchanted Zuckerrohr verwendet. Wobei zu dem Enchanted Zuckerrohr auch noch zu sagen ist, dass ihr das auch für andere Pets verwenden könnt, welche jetzt nicht zum Alchemie-Skill gehören, da euch das Enchanted Zucker so viel XP gibt, dass damit sogar zum Beispiel ein Combat-Pet recht schnell levelt. Aber wie gesagt, ist diese Methode doch recht teuer. Ansonsten lohnt es sich, auch darauf zu achten, wenn ihr eure Minions leert, ein passendes Pet auszurüsten. So wäre es für mich beispielsweise sinnvoll, bei meinen ganzen Clay Minions, die mit Diamond Spreading ausgestattet sind, entweder ein Fishing Pet auszurüsten, bevor ich sie leere, um möglichst viel Pet XP durch meine Minions zu bekommen. Ansonsten könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie weit ihr eure Pets bereits gelevelt habt. Und in der Infocard habe ich euch heute mal die Playlist verlinkt mit den ganzen Videos zu den einzelnen Skills, wo ich nochmal im Detail erkläre, wie ihr die jeweiligen Skills schnell und einfach leveln könnt, mit ein paar Tipps und Tricks. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!